Hi Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Im letzten Part sind wir im Vergnügungspark angekommen. Und anscheinend müssen wir irgendwie darüber. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Hier ist kein Weg rum. Hier ist ein bisschen Loot. Na. Hier ist nochmal so eine komische Kiste, die ich nicht aufkriege. Ist noch mal Loot. Ach da, okay. Über die Dinger rüber. Ja, wow. Was soll ich das denn machen? Stehst im Weg, Knirps. Weg. Dieser Teleporter, ich habe ihn gerade runtergeschubst und trotzdem steht er wieder sofort hinter mir. Okay, das war doch leichter als gedacht. Greift ihr uns da vorne gleich an? Finden wir es raus. Okay, irgendeine Maschine ist kaputt und gefährlich. Ist schon klar, wenn hier Androiden verschwunden sind, dass irgendwas ist, was gefährlich ist. Da liegt nichts. Lol. Komm mal her, wir stellen dich mal wieder auf aggressiv. These machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out.
What's this? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Okay. Das kann doch jetzt nicht der Gegner gewesen sein, der die ganzen Androiden besiegt hat, oder? Der war ein bisschen zu leicht. So, Loot. Nicht. Da geht's hoch. Ne. Lol. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... Oh. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh. All right. Alert. Multiple resistance members detected beneath this room. Oh, fuck. Ah, das ist die aus dem Trailer. What the hell? Our records don't say anything about a machine like this. Ich suche was. Oha.
Oh, ich komme nicht zum Ausweichen. Ja, toll. Genau deshalb hasse ich diese 2D-Kamera-Dings. Scheiße! Genau wegen so einer Mechanik, ne? It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi! Those look like corpses. Lol, haut die ab. Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think... 2B, I'm detecting black box signals. They aren't dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now. Scheiß bitte lassen. Alter. Thank you.
I've almost analyzed the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Alter, was ist denn das bitte? Ich hoffe, andere Kämpfe sind nicht so. Diesem scheiß Gehacke, ey. Beweg dich doch. Alert. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Ja, ja. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions. Ausweich nicht möglich. Ja, ja. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Okay, was war das denn jetzt bitte für ein Kampf und was war das mit dem Gehacke, Alter? Ist ja widerlich. Du kannst dich ja gar nicht konzentrieren, was du jetzt machst. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess.
hostiles. I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Okay, dann geh mal vor. Da, wo ich im letzten Part rein wollte, wo nicht rein konnten. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. Huh. So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Hey, wo will er mit uns hin? Maschinendorf. Okay, da kommen wir runter. They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Geht da lang. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. 2B! We can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Okay.
Na. Das ist wieder eine verschlossene Kiste, wo man nicht rankommt. Da ist ein Haus verschlossen, wo wir auch nicht rankommen, ne? Genau. Da drüben scheint aber irgendwo eine Kiste zu sein. Was ist los da? Lol. Okay, das war's denn von dem Part. Wir hatten einen Bosskampf, der so ziemlich komisch war. Wir haben ein paar freundliche Maschinen getroffen. Und anscheinend arbeitet der Widerstand mit diesen Maschinen sogar zusammen. Okay, was hier denn wirklich los ist, finden wir aber erst im nächsten Part raus. Ciao, Leute.